Die neu gegründete Gruppe Binnigen aktiv ist aktiv geworden. Und heute begrüßen wir euch aus dem Kronenmatzal von Binnigen mit einem kleinen Müsli, was man dann anstellen kann, wenn man in der Gemeinde Binnigen oder auch in irgendeiner anderen Gemeinde aktiv werden will. Charlotte, was läuft da heute genau hinter dran? Für mich ein bisschen altbekannte Welt, die ich sehr gerne habe. Das ist richtig. Wir haben heute die Line Dance Night in Binnigen, wo wir wie immer wieder begeisterte Tänzerinnen und Tänzer können holen können. Und die sind hier und die genießen es und sie sind wirklich einfach in Binnigen. Es ist immer der Plausch in Binnigen. Wie bist du auf die Idee gekommen, das einzubringen? Hast du da eine Vorgeschichte schon? Vielleicht hängt das auch mit der Lehrerin zusammen. Es ist so, es hängt mit der Lehrerin zusammen, weil es ist vom Verein Kreatives Wirken und sie ist dort unsere Kursleiterin. Und wir haben sie angefragt, ob sie das macht. Sie hat mit Begeisterung gesagt, ja, ich bin dabei. Und so tun wir das eigentlich immer wieder ausweiten. Und wie gesagt, wir machen das viermal in Jahren Binnigen und es ist einfach jedes Mal einfach der Blausch. So, und jetzt haben wir sie hier, die angesprochene Lehrerin Eliane Leisinger. Sag mal, seit wann machst du das für dich schon mal? Wo hat die den Funken einmal richtig erleuchtet? Der Funken etwa vor 25 Jahren. Und dann aber richtig angefangen habe ich vor 2013. Was war es denn? Was hat dich dazu gebracht? Irgendwie das Country, das Tanzen. Ich habe früher ein Jazzballett gemacht und habe gefunden, ich will etwas mit meinen Beinen machen. Bewegung, Bewegung und Tanzen zur Musik. Das Schönste. Jetzt haben wir heute oben auch schnell ein Müsterli gesehen, eine Gruppe, die du hast, ganz blutjung, muss man sagen, seit dem September im Training. Wie ist das möglich? Die haben ja eine riesige Schrittkombination mit dir heute zum Besten gegeben. Die üben tanzen, die tanzen daheim, die wollen, die machen. Man hat ihnen ja gesehen, sie sind begeistert. Sie haben das gleiche Fieber wie ich, einfach tanzen. Sind denn das jetzt zum Teil Basic-Schritte gewesen, die auch sonst jetzt immer hier im Hintergrund ablaufen? Und eben, wie tut man das vermitteln? Das sind Basic-Schritte und man tut einfach immer schön vorzeigen, immer schön und Schritt immer schwätzen. Und mit der Zeit wissen sie, wenn ich ein Wein sage, das ist ein Wein, das muss ich so machen. Wenn ich ein Step Lockstep, das muss ich so machen, dann ist es im Kopf, dann wissen sie, ich muss nur noch schwätzen. Sie müssen gar nicht mehr auf den Boden schauen. Jetzt, du gehst ja an verschiedensten Orten, verschiedene Kurs. Wie findet man aber den Kontakt zu dir, wenn man gerne möchte, wirklich einmal in einer kurzen Zeit das dürfen erlernen? Verein Binnigen findet man mich, unter Eliane Leisinger findet man praktisch alle meine Kurs. Ja, und du bist jeden Tag irgendjemand dran? Ja, Montag bis Donnerstag und Freitag, Samstag tue ich sonst tanzen. Dann lassen wir dich weiter tanzen beim nächsten Stück. Dankeschön vielmals, weil jetzt kommt der Workshop. Evelyn, jetzt habe ich dich schnell aus dem Iben rausgeholt. Ich war so erstaunt, als man vorher gesehen hat. Die haben das vorgeführt und jetzt sind da alle voll drin. Ja. Also doch schon alte Profis. Ja, zum Teil, ja, aber nicht alle. Nicht alle. Also ich tanze jetzt schon ein bisschen länger, das ist wahr. Aber es hat also blutige Anfänger darunter und die machen es wunderbar. Was ist das, was dir so passt? Ich sehe, wir sind nämlich auch alle topfit. Ja, ich weiss nicht, ob wir topfit sind. Wir sind einfach mit Leidenschaft dabei. Und es ist etwas Wunderbares, sich zur Musik zu bewegen. Wie lange wendet man denn auf, um jetzt so einen Tanz? Ich meine, sie hat jetzt das dreimal euch vorgezeigt, in Tranchen drin. Und jetzt funktioniert schon, also bewegliche Konstanierung. Ja, also wenn man es jetzt gerade so frisch geübt hat, ist es schon gerade drin. Aber man muss es schon regelmäßig geben, dass es dann auch bleibt. Also wenn man jetzt also eine Woche lang nicht mehr tanzt, muss man wieder bei Null anfangen. Bist du daheim, auch wenn du in der Küche im Kochen bist du plötzlich dran am Rumtanzen? Ja, also als ich angefangen habe, habe ich jeden Tanz, den wir gelernt haben, immer beim Kochen in der Küche geübt, jedes Mal. Das mache ich jetzt leider nicht mehr so viel und man merkt es. Gut, dann ich hoffe, du schaffst einen Durchgang. Klingt wieder drin. Dankeschön.